So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Wie ihr seht, ist es diesmal nochmal mit der Digicam gemacht. Und zwar ist es einfach so, meine Webcam funktioniert momentan nicht so wirklich, beziehungsweise ich kriege es nicht wirklich so angeschlossen, dass es funktioniert. Deswegen müsst ihr momentan leider mit dem Qualität der Digitalkamera zurechtkommen, aber ich hoffe, es ist dennoch gut genug für euch. Und zwar ist diesmal dieses Unboxing das Unboxing von Final Fantasy 13.2 der Limited Collector's Edition. Sieht man leider nicht so toll wegen der Qualität der Webcam, der Digicam, aber egal. Und dem limitierten Final Fantasy 13.2 Steelbook, was man als Vorbesteller kostenlos dabei bekam bei Amazon. Und ich würde sagen, wir tun es direkt doch mal, erstmal die Limited Edition auspacken. Und zwar muss ich jetzt erstmal hier die Pfeile haben. Dann muss ich euch mal kurz hinlegen. Dabei könnt ihr euch meine wunderbare, Kamera anschauen. Während ich hier das hier am auspacken bin, hätte ich natürlich auch vorher machen können. Aber ich wollte auf jeden Fall mir nicht ersparen, einmal ein Boxing hiervon zu machen. Weil ich finde einfach, man muss zu Special Editions muss man einfach ein Unboxing-Video machen. Da bleibt einfach nicht aus. Ich tue die Folie direkt komplett ab, dann habe ich die Sorge gleich, ne? So, das haben wir schon mal. Die Folie ist schon mal ab. Dann sieht das so aus. Sieht man auch jetzt hier ein bisschen Final Fantasy Collector's Edition. Dann gucken wir noch mal, ob man das auch so jetzt aufbekommt. Ja, man kriegt es so aus. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich so aufbekomme. Ja. Sozusagen ein aufklappbares Teil. Oh, richtig schick. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Ein 3D-Bild von Lightning. Richtig schick gemacht. Dass hier auch das Cover von der Steelbook ist, wenn man gleich noch sehen wird. So, dann haben wir hier den Composer Collection Soundtrack, haben wir hier. Und das ist das Telefon. den 13.2 Composer Selected Soundtrack. Dann haben wir hier die Postkarten, da kommen wir aber gleich noch zu. Dann haben wir hier die Art of Final Fantasy 13.2. Ich will mal Final Fantasy 13 nur sagen. Aber kommen wir mal schnell rein. Die Qualität ist sowieso scheiße. Also, wenn wir davon nicht sehr viel zu sehen bekommen, ich blätter einfach mal ein bisschen durch. Ist einfach nur Gegenstände und. Hier haben wir auch Lightning. In ihrem neuen Outfit. Ihr altes Outfit hat mir um einiges besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber naja, man hat eben nicht die Wahl. Dann haben wir hier so Schwerter, aber naja, ich sage ja, ist halt hinten weiß und vorne ganz klassisch mit dem Logo, finde ich eigentlich ganz schick gemacht. Dann kommen wir hier noch zu den Postkarten. Muss ich das hier hinten? Ah, da muss ich aufmachen, da mache ich eigentlich sehr ungern. Was soll ich mal extra für das Unboxing machen? Ich meine, ich behalte es ja eh. Ja, machen wir halt das Unboxing, machen wir das halt. Dann nehme ich nochmal kurz meine Box hier. Ich opfere meinen Sammlerwert sozusagen für euch. Naja, dann machen wir das halt. So, es schmerzt mich ja in der Seele. So, haben wir hier einmal ihn. Ich tue jetzt mal nicht die Namen sagen, weil ich würde wahrscheinlich sowieso falsch aussprechen. Dann haben wir ihn. Dann haben wir Lightning. Auch wieder in ihrem neuen Outfit. Dann haben wir ihn. Dann haben wir das Schwesterchen von Lightning. Ja, irgendwie ist das. Irgendwie will nicht so wirklich scharf werden.
Ihn kennen wir ja auch aus Final Fantasy 13. Bloß ohne Kappe. Und hinten ist auch so ein Logo noch drauf. Ja, und das sind die Postkarten halt, ne? Und dann als allerletztes, das ist ja auch das Wichtigste, ist das Spiel. Final Fantasy 13, 2. Jenseits der Zeit, des Schicksals und aller Vorstellungskraft. Ja, würde ich mal sagen, einfach so mal. Ja, haben wir hier hinten irgendwie eine Trackliste? Da sind 7 Sounds drauf. Naja, ich kann ja da erwarten, dass das gleiche drauf ist wie bei der Crystal Edition. Wo ich mir auch noch ein Unboxing von anschauen werde, da werde ich richtig neidisch werde. Dass ich mir die Crystal Edition doch nicht geholt habe, wie ich es am Anfang vorhatte. Sondern tun wir die Sachen noch rein. Postkarten tun wir noch da rein. So, Postkarten rein. Soundtrack rein. Bildchen rein von Lightning. Und dann die Box einfach wieder zu. Oh, jetzt hab ich das kaputt vergessen. Egal. So, und dann kommen wir zu dem Steelbook, weil der auch nochmal einzeln verpackt war. Hier haben wir das. Und dann findet sie 13.2 Steelbook. Wie gesagt, mit dem Cover drauf. Und halt den, dass es ein Pre-Order Bonus Package ist. Mit hier hinten den Bonus enthalten. Aber wird mir ja gleich sehen, was da noch drin ist. Und dann mache ich das auch wieder mit der Nagelfeile auf. Ich hasse es so sehr, ganz ehrlich. Es tut mir auch leid, wirklich, dass ich das so machen muss. Das muss ich aber hier vorsichtig sein. Jetzt habe ich mir hier einen Tracker in der schicke Steelbook reinrappe. Ich weiß übrigens nicht, ob das viel anders ist. Ob das viel größer ist als das Xbox 360 Steelbook Cover. Steelbook. So, dann haben wir hier nochmal, sieht man nochmal so. Stufe auf jetzt hier mal, das ist ein Pappstufe. Das kann man einfach so draufschieben. Auch nicht schlecht. Na komm. So. Dann haben wir es nochmal ohne den Pappschuber. Mal so von weit, ne? Gefilmt. So. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ihr keine Codes von mir seht. Weil da sind nämlich Pre-Order Codes bei. Aber. Oh ja. Gut, dass ich jetzt selber filmen bin. Sonst hätte ich hier schon einen Code gesehen. Postkarten machen wir gleich nochmal auf. So. Dann zeige ich euch. Dann haben wir hier diesen Kämpfe mit Steel Pack, kein Code nicht reingepackt habe. Kämpfe mit Steel. Dann neues Mitglied im Monsterverband. Besiege Omega, den berühmten Endgegner aus Final Fantasy, und füge ihn anschließend zu seinem Verband hinzu, um ihn an deiner Seite kämpfen zu haben. Und alternatives Kostüm für Sarah und alternatives Kostüm für Nero. Schon mal recht gut. Dann tun wir hier den Code weg. Dann haben wir hier Episode 1 Final Fantasy 13. Mal gucken, was wir hier noch so drin haben. Oh, das scheint so eine Art Text zu sein. Aha. Nochmal ein bisschen. Ja, so eine kleine Geschichte. Um ganz ehrlich zu sein, da werden mich jetzt viele von euch köpfen für. Werden mich kürzer machen für. Ich habe dann nicht mal Final Fantasy 13 durch. Dann muss ich noch vorher machen, bevor ich das hier großartig anfange. Dann mache ich mir meine Sammlerwert hier von kaputt und tue euch die Postkarten zeigen. Aber ich habe das eh nochmal vorzuverkaufen. Ja, von daher. Naja. Nicht mehr vorzuverkaufen, also so ist das. Mal für euch. So. Dann haben wir hier diese exklusiven Postkarten, die auch nochmal hier dabei sind. Hier ist Sarah und Lightning. Hier haben wir und Sarah. Hier haben wir noch einmal Lightning. Halt diesmal ohne 3D-Effekt.
Ja, und dann halt noch das, die Rückseite vom Steelbook. Zeigen wir uns die Innenseite vom Steelbook, zeige ich euch das noch. Da sind wir ja nur. Ich sehe den Namen garantiert falsch. Und ihr meint es selber. Ja. Dann zeige ich euch das noch von der Seite und von hinten. So. Von hinten. Ja. Check. Muss ich schon sagen. Das klassische Final Fantasy 13.2 Logo. Und von der Seite sieht es halt dann so aus. Ja. Ich würde mal sagen, das war hier das Unboxing von Final Fantasy 13.2, der Steelbook Bus, der Limited Collectors Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch dass ihr trotzdem zugeguckt habt, trotz der miesen Qualität. Und ja, ich sage mal bis dahin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis. Tschüss. Tschüss.